Oh yeah. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, mein Mikro ist ein, das vergesse ich irgendwie immer vor der Aufnahme zu checken, aber YOLO. Ja, im Hintergrund seht ihr... Wer glaubt es? Eine Endergames-Runde auf dem Gomme HD-Server. Ja, das ist von mir ganz alleine erspielt. Das habe ich heute unterm Tag irgendwann mal erspielt und das war eine richtig geile Runde. Ich hatte da wirklich mal so einen Durchlauf, da hatte ich eigentlich nur immer geile Runden. Da dachte ich mir so, ey, was denn jetzt mit dem los, ey, der ist richtig gut. Ja, irgendwann kommt dann so eine dramatische Wendung, aber lasst euch überraschen und guckt das Gameplay einfach bis zum Ende an. Ja, ich möchte jetzt noch, meine Haare sind ganz schön schlimm heute. Ich möchte ein paar Informationen loswerden und zwar, was wollte ich loswerden? Genau, heute ist der Donnerstag, der 27. Februar. Das Video kommt dann wahrscheinlich am 28. Februar und da ist es dann so, ich werde nicht da sein. Das bedeutet, ich fahre wieder mal weg für eine Woche und bin dann bis 6. März nicht da. Das heißt, ich bin dann in Salzburg und kann dann, was heißt keine Videos machen. Ich werde versuchen, dort wieder Videos zu machen. Natürlich nicht wie hier in gewohnter Qualität und so. Ich werde aber versuchen, ein, zwei Videos vorzuproduzieren, weil dann hätten wir wenigstens etwas und das wäre dann auch nicht so schlecht. Dann, warum bin ich jetzt schon wieder nicht da? Aus dem Grund, da ich einfach regelmäßigen Kontakt habe, ja, zu meinen Brüdern und zu meinem Vater. Und da unsere Eltern ja geschieden sind, ist das halt so, dass ich nicht alle 14 Tage zum Beispiel am Wochenende dort bin, weil das ja schon über 250 Kilometer entfernt ist, ist es dann schon so, dass wir halt mal sagen, ja, ich bin jetzt eine Woche dort und, oder, ja. Und deswegen werde ich jetzt bis 6. März dort sein. Mein Vater hat auch morgen, also so, wenn er das Video hier wahrscheinlich jetzt am 28. zieht, Geburtstag. Das heißt, ich lege da jetzt derzeit gerade bisschen familienintern Mehrwert und ja, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, weil ich denke schon, dass ihr das auch verstehen könnt, wenn zum Beispiel auch jemand aus eurer Familie Geburtstag hätte oder ihr seht die Person nicht so oft, dass ihr dann da eher auf YouTube verzichtet. Ich verzichte ja nicht, ich versuche beides irgendwie so zu machen, aber was ich euch schon mal versprechen kann, zu den normalen Videos dazu, wenn ich es schaffe, kommt, und das verspreche ich euch, jeden Tag ein Vlog. Einfach einen ganz normalen Handy-Vlog, was ich unterm Tag so gemacht habe. Dann nehme ich euch vielleicht auch mal mit unterm Tag, wo ich gerade was mache, wenn es irgendwas Besonderes ist. Ach ja, das Paket. Kann man das Paket hier hinten sehen? Das muss ich dann rausschneiden, das ist ein Paket. Und ja, also wenn ihr sowas wollt, dann könnt ihr gerne auf Gefällt mir drücken. Das würde mir dann damit irgendwie zeigen, ihr wollt so täglich Vlogs, weil ich mir denke so, es ist schon irgendwie anstrengend, wenn man eh dann da in der Zeit keine Zeit hat, Videos zu machen, dann wenigstens so täglich einen 5-Minuten-Vlog oder so machen, bis zu 5 Minuten eben, was ich so gemacht habe. Meistens wird er dann so am späten Nachmittag kommen oder am frühen Abend, aus dem Grund, da ich ja einfach dann den ganzen Tag über filmen möchte und euch dann quasi so den Tag schildern möchte. Es geht ja nicht, wenn ich es dann schon in der Früh hochlade, wenn ich da noch gar nichts erlebt habe. Wenn ich überhaupt irgendwann mal was in meinem Leben erlebe. Ist so langweilig, ich sitze nur jeden Tag hier rum und nehme Let's Plays auf. Nein, also ja. Dann wollte ich zu der Information kommen. Ich vergesse das dann immer. Ich sollte es mir mal aufschreiben, weil dann bin ich irgendwie so unterm Reden und dann vergesse ich es wieder.
zu dem Thema Projekt, blablabla. Also ich habe ja den Pixel Battle und den Lava angefragt, aber wir sind gerade noch so am Diskutieren, was wir jetzt da für ein Modpack nehmen sollen. Ihr könnt uns da auch Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ganz, ganz viele Vorschläge. Ich habe da so 2, 3 Modpacks, die ich ihm auch heute noch vorschlagen werde, weil ich mir so denke, so, die wären vielleicht was und die sind eigentlich meiner Meinung nach richtig cool. Ich habe mir da schon ein paar angeguckt und ja, verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht immer in die Kamera gucke, weil ich sehe hier unten mein Bildschirm und ja, muss ich immer überprüfen. Und ja, da war es dann schon Abend hier im Gameplay. Ich glaube, dann waren wir eh dann nur noch zu 2, zu 3, zu 4, sowas. Also, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, aber die sind immer so ewig weit an den Rand gelaufen, dass man hier gar nicht schafft. Gestartet bin ich hier mit dem Kid Barbar, weil ich habe ja dort kein Premium oder sonst irgendwas, damit ich irgendwie bessere Klassen hätte. Ich habe hier einfach nur die Klasse Barbar. Und die fand ich jetzt, die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde die eigentlich richtig nützlich und cool, weil, ja, ich mag die Klasse einfach. Die ist mir sympathisch. Und ich finde, das ist die beste Starterklasse, weil man einfach eine komplette Lederrüstung anhat plus Holzschwert. Und das hilft dir am Anfang schon mal gegen Jäger, die dir sonst ein Headshot gegeben hätten mit einem Helm. Du hast Schuhe an, du hast einfach schon mal eine Grundrüstung an und ja, ist dann ziemlich nice. Ja, gut, da habe ich mir dann eine Eisenhose gefunden, die habe ich dann da nicht gefunden. Seht ihr, ich tue da jetzt gerade die ganze Zeit so aussortieren und merke nicht, dass die Eisenhose eigentlich unten in meinem Inventar schon ist. Ich dachte mir so, was? Aber jetzt habe ich sie gefunden und dann war ich glücklich. Und dann wollte ich einfach eigentlich nur fighten in die Fresse deiner Mutter. Und ja, also Leute, das Gameplay ist jetzt dann auch gleich zu Ende. Ich wollte euch damit nur die Information geben, nicht so, jetzt kommen keine Videos mehr, sondern ich wollte es euch gesagt haben. Es werden ja, wie gesagt, Videos kommen, aber halt nicht täglich 2 oder so, sondern einfach täglich einen Vlog. Und wenn es sich ausgeht, auch ein normales Video, da ich morgen, also wenn ihr es dann seht, am 28. ganz, ganz viel vorproduzieren werde, beziehungsweise so viel ich schaffe, weil ich weiß nicht, wann ich fahre. Das ist so ein bisschen dies, das. Aber das Gameplay ist jetzt zu Ende und bis dahin macht's gut. Ciao.